Ja, seid gegrüßt. Hier ist nochmal Angelika von Ansita. Nachdem ich jetzt das erste Video hochgeladen habe, möchte ich die Zeit nutzen, gleich noch ein zweites hinterher zu machen. Und zwar möchte ich hier jetzt das Video einbetten von der Ayonushka, die Schneiderin für energetisch schützende Kleidung und Schmuck. Die Werkstatt heißt Wegweiser Faden. Das wurde ins Deutsche übersetzt. Ich habe dieses Video vor 1,5 Jahren im Telegram-Kanal Energetische Kleidung entdeckt. Den Link verweise ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, und das war eins der ersten Videos, das ich gesehen habe, was mich mit dem Thema überhaupt vertraut gemacht hat. Und da bin ich sehr dankbar. Den Kanal von Ayonushka, den verlinke ich auch unten. Der ist bei meinem ersten Video ja auch schon mit verlinkt. Und bevor Fragen noch kommen, was ich vergessen habe, hier dieses Tuch, was ich heute hier über mein Kleid gelegt habe, das habe ich auch vor 1,5 Jahren ungefähr hier auf der Insel Rügen auf einem Kunsthandwerkermarkt gefunden. Das ist aus reiner Wolle, so mit doppeltem feinen Waben-Faden genäht. Und ich habe das damals hängen sehen. Es ist ein Dreiecktuch. Ich liebe dieses Tuch. Ja, das passt heute so schön zu mir. Und genau, das war's. Ich verabschiede mich und wünsche dir viel Freude bei dem nun folgenden Video von Ayonushka. Herzliche Grüße und noch einen schönen Tag wünsche ich dir. Hallo liebe Freunde, heute möchte ich Ihnen erzählen, wie eine energieschützende Kleidung geschneidert wird. Das erste Prinzip ist weibliche Kleidung für die Frauen und männliche Kleidung für die Männer. Was versteht man unter weiblicher Kleidung? Natürlich sind das Kleider und Röcke und alles, was damit verbunden ist. Natürlich sind das lange Kleider und lange Röcke. Natürlich sind das weibliche Farben und weibliche Stoffe, weibliche Muster und Texturen. Für die Männer entsprechende Hosen wie Porté, Gucci, Charivari, Männerhemden, Männerkaftans, Schirmmützen und so weiter. Das nächste Prinzip ist das Fehlen jeglicher Schnitte auf dem Stoff, das Fehlen der vertikalen und horizontalen Schnitte entlang der Wirbelsäule. Entlang der Wirbelsäule sollte es keine vertikale Schnitte geben. Die Wirbelsäule besteht aus der Ballung von energetischen Zentren, wo es keine Schnitte geben sollte. Der Schnitt auf dem Stoff bedeutet auch einen Schnitt in der Energetik des Menschen. Energie fließt viel schlechter, deswegen machen wir entlang der Wirbelsäule niemals irgendwelche Schnitte. Genauso am Hals machen wir keine Schnitte. Wenn wir einen Kaftan nähen, so nähen wir keine Schnitte entlang der Wirbelsäule und am Hals. Zumindest an der Wirbelsäule sollte es keine Schnitte geben. Da sollte auch keine Schnitte am Stoffumfang des gesamten Kleides geben. Auch entlang des Hemdes sollte es keine horizontale Schnitte geben. Man sollte sich selbst nicht halbieren. Es ist unnötig, sich an den Schultern durch Schnitte zu zerhacken. Das ist das nächste Prinzip, das Fehlen der Schulterschnitte. Wie soll das gehen? Anstatt von typischen Schulterschnitten, die hier verlaufen und unser Körper zerschneiden, machen wir unsere Schulterschnitte weiter hinten. Wir bringen sie auf den Rücken unter dem 45-Grad-Winkel. Dieser geht in den Winkel des Zwickels ein. Man kann ihn auch versetzen. Außerdem sollte es keine Schnitte auf den Schultern geben. Deswegen sind sie versetzt. Ich versetze sie um einen Vershok, das ist ein Maß, ein oberes Fingerglied, ca. 2-3 cm. Da habe ich meine Schulter.
Normalerweise verläuft die Naht hier, aber ich versetze sie um einen Verschock, also oberes Fingerglied, hierher. Je weniger Nähte es gibt, desto besser. Deswegen habe ich an meinen Kleidern gar keine Schulternähte. Also, ich habe den ganzen Stoff darüber liegen. Das nächste Prinzip ist das Versäubern von Halsausschnitt und von den Ärmeln sowie der Bodensaum des Kleides. Den Halsausschnitt können wir mit Beleg versäubern, von außen sowie auch von innen. Diese auch bei den Ärmeln von der rechten äußeren Seite annähen. Bei diesem Kleid habe ich die Belege von innen angenäht, weil ich bei diesem Kleid außen Falten und dekorative Elemente sowie die Spitze angebracht habe. Deswegen ist der Beleg in diesem Fall von links angebracht auf der Innenseite. Wenn das Kleid ein Muster hat und wir wollen dieses nicht stören, dann bringen wir den Beleg von der Innenseite aus einem einfachen Unistoff. Somit ist das Muster von außen nicht sichtbar. Das gleiche machen wir mit dem Bodensaum des Rockes. Den habe ich umgenäht und mit einem einfachen Stoff unifarbig von links verstärkt. Oder den Beleg hier habe ich von außen angebracht und umgenäht. Wenn wir die Falten an die Kleidung anbringen, von welcher Seite und in welche Richtung sollten wir dies tun? Wir legen die Falten immer in eine Richtung, von rechts nach links, so wie das bei diesem Kleid gemacht wurde. Ich habe die Falten von rechts nach links gelegt. Ich habe sie eingewickelt, von da nach da. Warum ist das so? Weil die Energie gegen den Uhrzeigersinn verläuft. Um zusätzlich der Energie zu verstärken, können wir das mit Falten machen, indem wir sie von rechts nach links legen. Nur so ist das richtig. Wenn Sie die Falten andersrum legen, so würden Sie Energie aufdrehen und somit weniger Energie haben. Auf den Särgen legt man die Falten der Schleifen von links nach rechts, um die Energie aufzudrehen. Den Verschluss machen wir genauso, von rechts nach links. Auf diesem Kleid wird ein Verschluss auch von rechts nach links sein. Der Unterstoff geht nach rechts und der Oberstoff nach links. So wird der Verschluss aussehen, was wiederum der Energie zudreht. Wenn wir von oben schauen, dann entsteht eine Spirale nach oben. Genauso strömt unsere Energie von der Erde aus. Die Energie, die von der Erde ausgeht, verläuft auch gegen den Uhrzeigersinn. Was ist denn der Halsausschnitt? Halsausschnitt ist ein gleichmäßiger runder Kreis, der zu einem Drittel nach hinten geht und zu zwei Drittel nach vorne. Dennoch ist immer ein Kreis, ein runder Kreis. Dieser Kreis hat immer einen Durchmesser einer Pärt. Das ist der Abstand von der Daumenspitze bis Zeigefingerspitze aufgestellt auf die Fläche und einen Durchmesser von 3 mal Pärt. Warum braucht unser Bodensaum des Rockes ein Gewicht? Das Umnähen mache ich von innen. Man kann den Gewichtsstreifen auch von außen anbringen. Wozu braucht man das? Man braucht es, damit das Kleid sich nicht hochhebt, damit sich das Kleid im Takt mit uns bewegt, sich nicht zwischen unseren Füßen verknotet, damit der Saum sich so bewegt wie wir, damit er unten bleibt. Sie haben bestimmt schon gemerkt, dass neue Röcke ohne Gewicht sich hochheben oder zerknittern, zwischen den Beinen hängen bleiben. Mit dem Wiegeband geht das Kleid mit uns und es bildet sich so eine Art Glocke um uns. Das sieht auch viel schöner aus.
Оно двигается в такт с нами. Образуется купол, коло, кокон. Это выглядит гораздо красивее. Die Gürtel binden wir genauso, von rechts nach links. Also man kann es sich merken, immer zum Herzen hin. Also das rechte Gürtelende ist oberhalb und das andere unterhalb, was auch Energie zudreht. Woraus nähen wir die Kleidung? Wir nähen die Kleidung nur aus Naturstoffen, aus Baumwoll- und Leinenmischung, aus reinem Leinen, aus der Baumwolle, wenn wir keine anderen Stoffe haben. Außerdem gibt es auch Brennessel- und Hanfstoffe, die seltener vorkommen, aber man kann sie finden. Ich habe sogar Strickstoffe aus Baumwolle und aus Leinen gesehen, sogar aus Soja. Also man kann alles finden, man muss es nur wollen. Mit welchem Garn nähe ich? Ich habe Baumwollgarn. Garn aus reinem Leinen habe ich noch nicht gesehen. Es gibt Mixgarn mit 20% Leinen, aber es reißt schnell. Es hat nicht so gute Qualität und ist nur für die Zierarbeiten geeignet. Über das Garn erzähle ich im nächsten Video. Es gibt noch einen Prinzip, die Ärmel und der Rocksaum sollten die Knöchel der Handgelenke und der Fußgelenke gut bedecken. Sie sollten unsichtbar sein, das heißt, die Ärmel sollten ein wenig länger sein. Die Ärmel sind immer länger als die Knöchel. Weil es sich hier um ganz wichtige Energiezentren handelt. Genauso wie die Ellenbögen und die Schultern sollten bedeckt sein. Gut ist es, die Wirbelsäulenzentren zu bedecken. Ich decke sie mit meinem Zopf ab. Thymusbereich sollte bedeckt sein. Das ist unser Immunsystem. Am besten den Hals auch bedecken. Mit einem Schal, Schmuck, Perlkette. Die Edelsteinkette trägt auch Energie, die auf unsere Energetik wirkt. Der Schmuck kann unser Befinden und Verhalten beeinflussen und verändern. Zumindest flechten wir die Haare zusammen. Wir laufen in den Menschenmassen draußen oder in der Gesellschaft nicht mit offenen Haaren herum. Warum? Weil auch in unseren Haaren die Energie fließt. Es ist eine Verbindung mit dem Kosmos. Sie fließt dorthin und wieder zurück. Kosme auf Russisch Haare. Das sind unsere Energieempfänger und alles, was in der Gesellschaft geschieht, wird von unseren Haaren, also unseren Antennen, abgelesen und gespeichert. Es überträgt sich auf uns und wenn sie nicht wollen, dass diese Energien der Umgebung auf sie übertragen werden, dann flechten sie die Haare zu einem Zopf. Считывается, все это впитывается, все это перенимается на нас, к нам идет. Если вы не хотите брать те энергии, которые находятся в обществе, вы заплетаете свои волосы, убираете свои волосы. Можете Verdecken Sie sie oder ziehen Sie einen Turban an, binden Sie ein schönes Tuch um die Haare. Am besten komplett verstecken. Auch Halsbereich und andere Körperteile sollten bedeckt sein. Не было видно. Закрывать горло, закрывать все части тела, чтобы все части тела были закрыты. Еще очень важный момент. Noch ein wichtiger Moment sind die Zwickel. Ich habe schon im vorherigen Video erzählt, wozu wir sie brauchen. Die Zwickel sind solche Rauten oder Vierecke, die man zwischen dem Ärmel und dem Hauptteil des Kleides annäht. Wozu braucht man Zwickel unter den Achselhöhlen? Unter den Achseln befinden sich ganz wichtige Energiepunkte. Damit diese einwandfrei funktionieren können, sollte in diesem Bereich keine Kreuzung von Nähten verlaufen, wie bei einer normalen, gewohnten Kleidung. Не было никаких перекрестов швов, как это обычно бывает,
на простой обычной одежде. Все вы знаете, как у нас устроена обычная одежда. Sie wissen, wie es bei der normalen Kleidung ist. Hier unter den Achseln sind riesige Kreuze, die einen normalen Energiefluss stören. Es sollte hier natürlich keine Kreuze und keine Nähte geben. Die Zwickel werden nach dem Längsfaden geschneidert. Das sorgt für einen normalen Energiefluss. Die Fäden sollten senkrecht zueinander verlaufen und parallel zum Boden. Also bei den Ärmeln um Wirschok 2-3 cm versetzen, wenn wir Schulternähte machen, dann hier Beleg beim Umnähen außen oder innen. Den Rocksaum erschweren wir. Je weiter das Kleid ist, desto besser. Was bringt das? Je breiter das Kleid ist, desto breiter ist unsere Schutzglocke. Diese Glocke hilft uns, die Energie von der Mutter Erde aufzunehmen. Je breiter unser Kleid ist, desto mehr Energie können wir aufnehmen. Genauso bei den Ärmeln. Je breiter die Ärmel sind, desto mehr Energie können wir aufnehmen. Wir können die Ärmel so breit machen und das wird alles für die Energie, für die Aufnahme der Energie nützlich sein. Natürlich, wenn wir diese Energie nehmen, dann müssen wir sie auch abgeben. Je mehr wir nehmen, desto mehr müssen wir abgeben. Wir müssen diese Gesetze der Energiebewegung beachten. Ansonsten, wenn wir zu viel aufnehmen und nicht abgeben, staut sich die Energie und zerstört uns. Noch ein Prinzip der energieschützenden Kleidung ist es, die Nähte zu verschließen. Wir nähen die Stoffe zusammen und dann machen wir eine Kappnaht. Wir schneiden die unteren Nahtzugabe ab und verdecken sie mit der oberen Nahtzugabe und machen so eine Art Sperre oder Verschluss für den Abfluss der Energie. Wie werden die Nähte bei der normalen Kleidung gemacht? Hier wird der Stoff einfach zusammengenäht und dazwischen ist ein Loch. Durch diese Löcher geht unsere Lebensenergie verloren. Darum versiegeln wir unsere Nähte. Und wir versiegeln die Nähte von links nach rechts. Von der Innenseite sieht das von links nach rechts aus. Und von der rechten Seite haben wir diese Versiegelung von rechts nach links, so wie es sein sollte. Damit die Energie leicht fließen kann und nicht an den Kanten hängen bleibt, wenn wir das umgekehrt machen, dann würde die Energie hier hängen bleiben und würde nicht so harmonisch fließen als bei einer glatten oder geraden Oberfläche. Wichtig ist, wir machen an unserer Kleidung keine zusätzlichen Schnitte und Löcher, durch die die Energie verloren gehen würde. Alle diese modernen Löcher an der Kleidung, an Jeanshosen, an den T-Shirts, was ist das? Ein direkter Verlust der Energie. Что это? Это прямой выход энергии. Зачем это нам? Мы хотим быть здоровыми. Das brauchen wir nicht. Wir wollen doch gesund sein und bewusst leben. Deswegen machen wir keine zusätzlichen Schnitte. Wir verdecken alles. Unsere Kleidung bildet einen einzigen geschlossenen Energieflusspfad, bildet eine einheitliche Glocke, eine schützende Struktur, durch die unsere Energie fließt. Sie strömt von der Erde, füllt uns auf und geht weiter in den Kosmos und in die Welt um uns herum. Wenn Sie noch Fragen haben bezüglich des Nähens, der energetischen Schutzkleidung, wie das arbeitet, wie das funktioniert, dann schauen Sie in unserer Kontaktgruppe. Dort gibt es viele Artikel und Notizen, die ich darüber geschrieben habe. Wie das funktioniert, wie das arbeitet,
Я списала уже очень много статей на эту тему, как это все устроено, как это все работает. Deswegen macht euch damit vertraut, schaut auch die Vorlesungen von Lyuboslava, also Любовь Мыльцева und Анастасия Старцева. Sie erzählen ganz viel darüber. Und meine Videolehrstunden können Ihnen viel vermitteln. Ich würde mich freuen, wenn dieses Video für Sie nützlich war. Wenn sich etwas für Sie geklärt hat, wenn Sie etwas gelernt haben. Ich freue mich darüber. Schreiben Sie mir Ihre Fragen oder hinterlassen Sie Ihre Kommentare unter dem Video. Machen Sie Vorschläge oder nennen Sie Wunschthemen. Ich würde dann ein Video aufnehmen und erzählen, wie und was funktioniert. Ich nehme dieses Video zum dritten oder vierten Mal auf, damit es am vollständigsten ist und die beste Qualität hat. Höchstwahrscheinlich werde ich dieses Video posten. Es ist zwar ein bisschen dunkel und ein bisschen laut, aber das gefällt mir am besten. Und deswegen setzen Sie Daumen hoch und abonnieren Sie meinen Kanal oder aktivieren Sie die Glocke, um neue Videos nicht zu verpassen. Schaut mal in der Kontaktgruppe oder bei Instagram nach, dort gibt es auch interessante Materialien, die für Sie hilfreich sein können. Vielen Dank, meine Freunde. Mit Ihnen war die Werkstatt Wegweisender Faden und ich, die Nähmeisterin Alenuschka. Bis dann.